Nach der Ankündigung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, bei der Landtagswahl 2021 wieder antreten zu wollen, sind die Werte seiner Partei in Baden-Württemberg in die Höhe geschossen. In der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP kommen die Grünen auf ihren höchsten jemals gemessenen Wert und den derzeit bundesweit höchsten Wert in Landtagsumfragen über alle Parteien und Umfrageinstitute hinweg. Kretschmanns Partei kommt auf 38% der Stimmen. Das sind 6 Prozentpunkte mehr im Vergleich zum Trend im März. Weit dahinter auf Platz 2 der Koalitionspartner CDU mit 26%, minus 2 Prozentpunkte. Die AfD könnte bei Landtagswahlen mit 12% rechnen, plus einen Prozentpunkt. 4 Prozentpunkte verloren hat die SPD mit 8%. Ebenfalls 8% bekommt die FDP. Sie verliert einen Prozentpunkt. Den verliert auch die Linke. Sie kommt auf 3% und wäre damit weiterhin nicht im Stuttgarter Landtag vertreten. Sonstige Parteien vereinen 5% auf sich.